Guten Morgen hier live aus Berlin, ihr Sat.1 Frühstücksfernsehen. Und zu Beginn dieser Stunde mit einer Geschichte, da sagen wir, das hätten wir ihm nicht zugetraut und Sie sehen es vielleicht ähnlich. Er ist Designer, er ist Neo-DJ und er ist bekannt geworden als Botox-Boy. Florian West zeigt sich nun von einer völlig neuen Seite. Der Millionärssohn hatte zuletzt als frischgebackener Ehemann von Schauspieler und Exzentriker Helmut Berger Schlagzeilen gemacht. 37 Jahre liegen zwischen den beiden, die sich vor gut einem Monat auf Ibiza das Jawort gegeben haben. Nun überrascht Florian West mit sozialem Engagement. 34 Jahre ist er alt, er hilft Flüchtlingen und das ganz echt und ganz wirklich. Hunderte Flüchtlinge warten auf einen Schlafplatz bei mehr als 30 Grad in Berlin. Die Behörden allein können die Versorgung der Menschen offenbar nicht stemmen. So krass hatte sich Partyboy Florian Wess das nicht vorgestellt. Ich bin echt sprachlos, dass das die Dusche sein soll, ist für mich hart. Ja, das ist die einzige Waschgelegenheit für die Leute, die hier halt tagelang dann. Das ist sowas Demütigendes für jeden Menschen. Ja, bei der Hitze. Ich finde es auch menschenunwürdig. Ich bin entsetzt, wenn ich ehrlich bin. Hier gibt es für die ganzen Leute keine Duschen. Es gibt keine Duschen. Einfach zwei abgefuckte Zelte hier aufgebaut. Für was sind die Zelte da? Ein bisschen Schatten. Und vier Toiletten für die ganzen Leute. Ich schäme mich, dass in Deutschland sowas möglich ist. Das ist echt traurig. Richtig traurig. Dank des unermüdlichen Einsatzes Freiwilliger bleibt das totale Chaos aus. Florian will auch helfen. Er weiß um sein Image als Party- und Luxusboy. Es gibt da viele Menschen, die denken, ja, der fährt nur auf Marken ab und so weiter und so fort, hat nichts im Kopf, wird verwöhnt von seinen Eltern. Mir ist das. Die Leute interessieren mich nicht, die können mich am Arsch lecken. Mir ist es wichtig, dass die Leute verstehen, dass hier Hilfe angesagt ist, dass man Hilfe geben muss, egal woher man kommt. Ich erwarte von jedem, egal was für eine Position er hat in seinem Leben, dass er hier immer hinkommt und hilft. Florians erster Einsatz ist in der Küche. Aus gespendeten Lebensmitteln werden hier unzählige Mahlzeiten für die Flüchtlinge zubereitet. Nach kurzer Einweisung geht's für Florian los. Der Elan der Helfer beeindruckt den 34-Jährigen. Wir arbeiten hier in Akkord. Brot wird geschnitten, geschmiert. Obst wird geschnitten. Das sind alles Leute, die mit Herzblut hier sind, die wahnsinnig sind. Wenn die Menschen nicht hier sind, wer wird das machen? Das ist ja Wahnsinn. Ich bin dankbar, dass die Menschen alle hier sind. Oh, das ist eine Ansage. Schnappt ihr euch jeder eine Box zu zweit mit Handschuhen bitte? Ja. Wenn ihr wieder reinkommt, dann zieht die Handschuhe bitte ab und einer trägt die Box, der andere verteilt bitte. Und jeder nur erstmal ein Brot, damit alle versuchen satt zu werden einigermaßen. Sie haben Hunger, sie haben Durst. Der Strom der Bedürftigen reißt nicht ab. Eine Pause gibt es nicht in der Küche. Also ich bin sprachlos, so viele Menschen haben, das ist ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn ist auch das Arbeitspensum der Helfer. Viele sind inzwischen mit ihren Kräften am Ende. Man hat wenig Schlaf, es tut einem der ganze Körper weh. Man ist seelisch unheimlich belastet, von Tag zu Tag mehr, weil man so viele Sachen sieht, wenn man immer nur weinende Babys sieht. Eine Doppelbelastung, auf Dauer nicht zu ertragen. Der größte Lohn für alle, die hier arbeiten, ist das Gefühl danach, etwas Gutes getan zu haben. Die sitzen hier, können sich nicht waschen, können sich nicht duschen, mit fremden Leuten, traumatisiert. Was weiß ich, was da alles abgelaufen ist. Deswegen, ich bin dankbar, dass es mir so gut geht und ich bin dankbar, dass ich jetzt Leuten helfen kann. Das ist wichtig. Der Besuch in Berlin hat Florian Wess nachhaltig beeindruckt. Er will nun auch in seiner neuen Wahlheimat Wien Flüchtlingen als freiwilliger Helfer zur Seite stehen. Hey Leute, der Typ neben mir im Flugzeug trennt sich gerade von seiner Freundin und sie weint. Doch ist das der Normalfall? Trennen sich wirklich viele Paare nach oder in den Ferien?